Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und heute ist bei mir die Yoga Junkies Box eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in der Aprilbox verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Yoga Junkies Box bekomme ich in der Kooperation zur Verfügung gestellt, um sie hier zu zeigen. Vielen, vielen Dank an Hannah und Tyler. Ich finde es total großartig und sie ist wunderschön. Ne? Das ist tatsächlich auch direkt der Versandkarton, deswegen muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht mein Adress auf Kleber in die Kamera halte. Kostet entweder 39,99, wenn du die im monatlichen Abo bestellst, oder 49,99, wenn du die einmalig einfach so die kaufst. Ich habe auch einen Code, Claudi10, damit kannst du 10% sparen. Ist ein Affiliate-Code, das heißt, ich verdiene da auch eine kleine Provision dran. Aber naja, so kannst du auf jeden Fall 4 bzw. 5 Euro oder falls du dich da weiter noch im Online-Shop umschauen möchtest und dir vielleicht eine neue Yogamatte oder sowas kaufen möchtest, auf jeden Fall 10% sparen. Finde ich persönlich eine ganz coole Geschichte und ich bin sehr gespannt, was jetzt im, ich will immer Mai sagen, ne? Ist kein Mai, ist April, hier drin ist. Ich finde es schön, dass du hier dieses Mandala hast. Ich finde es schön, dass es eine pinke Box ist. Ne? Stehe ich ja tierisch drauf. Und ja, ich würde sagen, wir werfen mal unseren ersten Blick rein. Okay, diesen Monat ist sie übrigens relativ klein. Also die haben unterschiedliche Formate. Ne? Je nachdem, wie voll die ist, genauso groß ist sie dann auch. Aber die Größe der Box heißt nicht, dass der Inhalt nicht minder viel ist, sage ich mal. Denn wir haben hier Produkte so aus den Bereichen Aromatherapie. Wir haben ja auch manchmal Beauty-Produkte mit drin, das heißt so pflegende Kosmetik zum Beispiel. Wir haben ja auch mal so ein bisschen Food mit dabei, alles was so ein bisschen diesen Yoga-Lifestyle widerspiegelt. Und ja, als erstes habe ich hier ein kleines, ich habe immer so ein Kärtchen. Namaste steht drauf und das ist die Karte, wo man Hannah und Tyler sieht, wie sie sich freuen. Liebste Claudi, das hat Hannah geschrieben, das ist voll schön. Wir wünschen dir viel Freude mit deiner Crystal Magic Box. Oh, die Box für das gewisse Extra an Magie in deinem Leben. Außerdem findest du eine kleine Überraschung für deinen Geburtstag. Oh nein, egal, diese gehört nicht zur Box. Da bin ich ja mal gespannt. Darf ich ja noch eigentlich gar nicht auspacken, ne? Das ist in einem Monat. Mensch, lots of love und die besten Glückwünsche zu deinem baldigen Geburtstag, Hannah Tyler und dein Yoga Junkies Team. Ihr seid verrückt. Ihr seid echt verrückt. Ich freue mich. Okay, so, wir haben hier als allererstes ein kleines Informationsblättchen mit dabei. Lieber Yoga Junkie, in unserer Crystal Magic Box gab es kleine Änderungen. Diese möchten wir dir hiermit gerne erklären. Ganz ehrlich, aktuell ist eh alles anders. Wir haben Corona im Gange, im vollsten Gange leider. Wir haben Probleme im Suezkanal gehabt, deswegen ist die ganze Meeresgeschichte aktuell lahmgelegt, merke ich selber durch meinen eigenen Job. Also ich bin ja als Vertriebs- und Marketingassistentin hauptberuflich am Arbeiten dran, um das mal so zu sagen. Und da bin ich halt hauptsächlich so im Export, ne, unterwegs. Also wir verschiffen nach China hin und halt auch in die ganze Welt, in die USA, nach Afrika, nach Ägypten, überall hin tatsächlich. Und da kriege ich jeden Tag mit, was da abgeht. Deswegen ist das vollkommen in Ordnung. Ich kann mir das super krass vorstellen, dass langjährig geplante Zusammenarbeiten dann deswegen nicht funktionieren, weil halt jetzt gerade echt ein Schiff, jetzt gerade nicht mehr, aber nicht nur, dass der Weltschiff, dass der Schiffmarkt aktuell halt einfach verrückt ist, sowieso schon, dann ist ja auch noch im Suezkanal dieses Schiff stecken geblieben und das hat alle europäischen Häfen so dermaßen überfordert, weil dann von jetzt auf gleich ja ein Schwall an Schiffen ankam. Also wer in Hamburg wohnt, wird wissen, was da gerade abgeht. Ich kriege das halt nur jeden Tag telefonisch mit. Die Party geht ab, Leute, deswegen ganz entspannt. Und dann gibt es auch noch Problematiken mit dem Brexit, muss man auch noch bedenken. Deswegen bin ich da halt einfach echt tiefenentspannt, wenn sich dann bei den Boxen irgendwelche Verzögerungen, Veränderungen oder sonst irgendwas ergeben. Und ich glaube, da sollten wir halt auch einfach alle einen großen Teil Verständnis mal einfach entgegenbringen und nicht immer nur meckern. Ne? Also das finde ich halt auch irgendwo mal ein bisschen wichtig. Okay, ich muss jetzt einfach mal durchgucken. So, hier haben wir das Häppchen, wo drin steht, was drin ist. Das ist quasi der Flyer. Schön, dass ich schon mal 6 Minuten gequasselt habe. Und hier sind die Produkte aufgeführt in einer Kurzbeschreibung. Das heißt, da werden dann zu diesem hier, was hier drin ist, so ein paar Änderungen drin sein. Das werden wir dann sehen. Ich finde es sehr, sehr schön, dass wir hier so ein Kristallmuster haben. Ne? Das ist echt schön gemacht. Das
heißt, ich vermute auch, dass wir hier Edelsteine und sowas drin haben werden, was man auch super nehmen kann, so zum, wenn man eine Meditation macht oder wenn man Yoga macht oder so, dann kann man sich ja auch im Hintergrund so ein paar Duftstäbchen anmachen oder Räucherstäbchen oder sowas. Oder man nimmt halt auch diese Steine, die ja auch eine entsprechende Kraft besitzen sollen, in die Hände, um dann diese Kraft in sich aufzunehmen. Es ist ein bisschen weird und ein bisschen verrückt, muss ich auch gestehen. Nicht jeder glaubt ja auch daran. Ich bin damit groß geworden, dass meine Mom sowas halt auch immer viel uns nahegebracht hat. Also ich hatte immer ein Tigerauge bei mir in der Handtasche und ein Rosenquarz. Tigerauge soll wohl irgendwie für, also so eine Art Geburtsstein mehr oder weniger von mir sein. Also ich bin, ne, 1989 geboren, Zwilling bla. Und sie sagte halt irgendwie, das hätte irgendwas mit mir zu tun. Deswegen müsste ich den immer bei mir tragen. Und Rosenquarz soll halt irgendwie über negative Energien aufnehmen und einen so ein bisschen chillen. So hat sie mir das immer erklärt, deswegen hatte ich die immer mit dabei. Ich hatte auch einen weißen Stein immer mit dabei, aber ich weiß nicht mehr, was das war. Keine Ahnung, aber die hatte ich halt immer irgendwie als Mädchen, als junges Mädchen in der Tasche. Und auch wenn ich dann zum Beispiel Arbeiten in der Schule geschrieben habe, da hatte ich öfters Prüfungsangst. Da hatte ich die dann immer auf dem Tisch liegen und habe dann halt die auch in die Hände genommen, um runterzukommen. So, the new woman to become. When she starts taking care of herself, she starts feeling better. She starts looking better. And she starts to attract better. It all starts within her. Okay, irgendwas hat mit irgendwem angefangen. Guck mal, da steht hier hinten die Workshop-Tage im Überblick. Guck mal, hier hinten, da haben wir nämlich diese Workshop-Tage von dieser Lady. Genau, da ist es nochmal drin. Weil vom 19. bis 23.04. wäre dieser Workshop gewesen, der jetzt ja umgelegt worden ist. Und zwar ist das ja der Workshop von der Selina Julia Schneider für alle Yoga-Junkies zum besonderen Preis von 50 anstatt 70 Euro. Und dann wäre hier auch ein QR-Code, wo man das Ganze aktivieren kann. Das heißt, hier hast du einen 20 Euro Rabattgutschein mit dabei. Das finde ich ganz cool und das soll dir willkommen in der Welt des bewussten Energiemanagements. Ne? Das ist halt genau das, dass du deine eigene Energie wiederfindest. Das finde ich ganz nice. So. Hier haben wir Kärtchen mit drin. Nee, doch nicht. The new woman to become. Das ist, ich dachte, das wäre so ein Kärtchen zum Beschreiben. Genau, das sind dann die zwei Flyer wahrscheinlich gewesen. Wie würde dein erster Tag im Leben der neuen Frau aussehen? Stell dir vor, du wachst morgen früh auf und bekommst ein neues Leben geschenkt. Ein Leben, in dem du komplett neu entscheiden kannst, welche Energie dich durch deinen Alltag trägt. Wie du dich fühlen möchtest, wie du handeln möchtest, welche Frau du sein möchtest. Wie würde dein erster Tag im Leben dieser neuen Frau aussehen? Meine Frage ist halt wirklich, was möchte ich wirklich ändern? Ich persönlich möchte an meinem Alltag, an meinem Leben auch gar nicht so viel ändern. Ich bin zufrieden in meinem Job, ich bin zufrieden mit meinem Freund, sehr zufrieden. Ich bin sehr, sehr glücklich damit. Ne? Also, ja, ich liebe es, meinen Freund zu haben. Und ich liebe es, mein Hund hier zu haben. Ich liebe es, dass wir dieses Haus haben. Ich liebe es, mein Leben zu haben. Ich hätte auch meine Vergangenheit, um ehrlich zu sein, gar nicht so verändert. Auch wenn da super viele harte Sachen vorgefallen sind, die ich keinem Menschen wünsche. Da war das Mobbing noch das geringste Übel, um das mal so zu sagen. Sodass ich eigentlich sage, alles, was mir passiert ist, ist aus einem gewissen Grund passiert. Und das hat mich zu dem gemacht und zu dem gebracht, was jetzt hier und jetzt ist. Und wäre das alles nicht passiert und wären all diese Energien nicht gewesen, dann wäre ich jetzt ein anderer Mensch. Und das will ich gar nicht. Ich will ich sein. Und ich finde es auch gut, dass ich ich bin und dass ich nicht anders bin. Das ist ein bisschen sehr drüber jetzt wahrscheinlich von der Denke her, aber es ist so mein Gedanke des Ganzen und deswegen möchte ich mich auch gar nicht so verändern. Vielleicht möchte ich Dinge mal ein bisschen lockerer sehen können und ein bisschen entspannter, leichter an Dinge rangehen, sowas, ja. Aber mich als Persönlichkeit will ich gar nicht so verändern. Ne? Deswegen finde ich das irgendwo interessant, aber andererseits bin ich jetzt nicht so jemand, die sagt, ja, ich will jetzt mein ganzes Leben umkrempeln, ich will jetzt, keine Ahnung, ne, alles neu, alles anders, will ich gar nicht. Naja, aber das sieht jeder vielleicht auch für sich anders. Free Session im Online-Meditationsstudio. Okay, auch das. Da haben wir hier das Meditationsstudio bietet dir die Möglichkeit, Meditationen live geleitet von zertifizierten Lehrerinnen zu erfahren und sich untereinander austauschen zu können. Die Regelmäßigkeit ist dabei der Schlüssel zu deiner Praxis. Schreib uns gerne eine E-Mail mit dem Betreff und erhalte 50% weniger auf die achtsame Karte. 10 Sessions in unserem Online-Studio. Also ich finde das per se ganz cool, wenn man Rabatte mit drin hat. Ich werde sie aber nicht zum Gesamtwert dazu zählen, sage ich mal. Weil man muss ja schon dafür dann Geld ausgeben, um diesen Rabatt zu bekommen. Und deswegen zähle ich die jetzt auch nicht zum Gesamtwert mit hinzu. Ne? So, hier haben wir ein bisschen was zu snacken und das ist von Landgarten Crunchy Peas. Knackige Bio-Kichererbsen,
Kichererbsen mit Hummus Classic. Das finde ich cool. 40 Gramm sind enthalten, hoher Eiweiß- und Ballaststoffgehalt. Die kann man dann so zwischendurch mal snacken. Das finde ich schon ganz nice. Ne? Kann man sich mal gönnen. Finde ich cool. Und solche gesunden Snacks esse ich mir auch ganz gerne ab und an mal. Ich esse mir sehr oft Chips und Schoki, ne, und knall mir sehr ungesundes Zeug rein. Aber es ist cool, wenn man auch mal ein bisschen was Gesünderes isst. Da ist mein Geschenk. Da ist ein Ohr. Okay, hier haben wir jetzt das Produkt, wo wir die Full Size bekommen haben und nicht nur die Probiergröße davon. Von Solid Mind Sleep. Schneller einschlafen mit Melatonin. Das ist dieses hier. Getränke, Granulat für 7 Nächte in praktischen Sachets. Finde ich ganz nett. Ich bin eigentlich kein großer Fan von vielen Nahrungsergänzungsmitteln. Aber solche Geschichten zum Einschlafen haben mir persönlich immer recht häufig geholfen. Deswegen bin ich da positiv gegenüber eingestimmt. Und da kannst du halt, wenn du dann in irgendeiner Nacht nicht wirklich schlafen kannst und dich so hin und her wälzt, das habe ich öfters mal, dir einfach mal so ein Sachet nehmen. Ich weiß nicht, ob man sich das so gönnt oder ob man das irgendwo dann einrührt. Ich weiß es nicht, weil es ist schon recht viel Pulver hier drin, ne? Heide, nein. Und das sieht auch alles sehr, sehr gut aus von den Inhaltsstoffen. Ein Sachet kurz vor dem Einschlafen in ein Glas Wasser einrühren und verzehren. Ja, genau. Das kann ich mir gut vorstellen. Das werde ich mir dann auch mal gönnen. Und das ist natürlich freundlich, ne? Wenn die hier wirklich eine komplette Full-Size hier reingemacht haben. Das ist nett. Das kommt bei mir ans Bett. Das hat sich gereimt. Läuft bei mir. So, weiter geht's. Hier habe ich ein kleines Säckchen. Hier sind Steine drin. Das merke ich doch. Man kann auch diese Steine tatsächlich im Yoga Junkies Online-Shop auch kaufen. Ach cool, was haben wir denn da? 3 Stück. Das ist einmal so ein kantiger, durchsichtiger Stein. Das ist dieser hier. Dann haben wir hier so ein, das sieht mir aus wie so Lavagestein oder so. Das ist ein sehr, ja, ein anthrazitfarbener mit so Poren drin. Und dann haben wir einen sehr glatten, der auch ein bisschen grünlich durchzogen ist. Grün-schwarz. Das ist cool. Und also der hier erinnert mich voll an die Steine, die meine Mama uns damals gegeben hat. Ich guck mal, was für Steine das sind. Kambaba-Yapsis. Auch bekannt als Kambaba-Stein, ist ein extrem alter Stein, welcher seit 3 Milliarden Jahren existiert. Kambaba-Yapsis ist sehr energiespendend und aktiviert unser Wurzel- und Herzchakra. Er hilft, das Herz zu heilen und negative Emotionen wie Schuldgefühle, Trauer, Trauma, Eifersucht, Wut und Traurigkeit zu beruhigen. Ich glaube, wenn ich das mal so sehe, weil der ist oben abgebildet, dass der das sein soll? Nee. Oder? Weiß ich noch nicht. Lavastein, das. Der Lavastein ist ein erdender Stein, der die Verbindung zu Mutter Erde stärkt. Er gibt uns Kraft, Mut und Stabilität in Zeiten des Wandels. Er bietet Orientierung und Verständnis in Situationen, in denen wir erst wieder auf die Beine kommen müssen. Ein beruhigender Stein, welcher dabei hilft, Wut verschwinden zu lassen. Den kann ich wirklich, ich glaube, den können aktuell viele von uns gebrauchen, oder? Weil Corona-Keuler lässt grüßen. So viel Wut, wie ich manchmal bei mir im Bauch drin habe, für nichts eigentlich, ne? Der wird mir helfen. Peruanischer Palo Santo. Das heilige Holz, auch Palo Santo genannt, besitzt ruhig reinigende Wirkungen. Zündet, ach so, Holzstück. Ach so, nee. Ah, nee, das ist Kambala Yapsis, Jaspis, was ich eben vorgelesen habe. Das ist gegen negative Emotionen. Ich habe einen überlesen. Das hier ist der raue Bergkristall. Der Bergkristall ist ein Kraftstein, der harmonisiert und ausbalanciert. Er stärkt Energie sowie Gedanken und reinigt das Spirituelle, Mentale und Psychische. Weiters ist er ein kraftvoller Schutzstein, welcher gereinigte Energie hervorbringt. Also ich kann aktuell wirklich alle 3 davon sehr gut gebrauchen. Muss ich wirklich gestehen. Und da, die werde ich öfters mal in meinen Händen jonglieren und auch ja, mir so hinlegen, dass ich da auch mich erde. Dann haben wir das peruanische Palo Santo. Das war hier da auch irgendwo mit reingewuselt, sage ich mal, in dem Säckchen. Ne? Da waren die, dieses Bändchen war da drum geschnürt. Das heilige Holz, auch Palo Santo genannt, besitzt reinigende Wirkungen. Zünde das Holzstück an und nutze den Rauch, um negative Energien aus deiner Umgebung zu entfernen. Okay, ja gut, ne? Cool, das gehört dann also so zusammen. Schön, echt schön. So, als nächstes haben wir hier etwas. Das ist so in diesem Yoga Junkies Seidenpapier eingeschlagen.
fühlt sich sehr flach an. Oh, guck mal. Da haben wir einmal so einen Löffel. Oh, schön. Also, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ja, sowas sieht kitschig aus. Definitiv. Aber ich finde das mega hübsch. Das ist ein schöner Löffel so für Kandiszucker oder keine Ahnung, für so... Weißt du, wenn du Besuch bekommst und einfach mal protzen willst, dann legst du den in deinen Zucker rein. Ist mega schön. Da sind Blumen drin abgebildet. Eine Ananas sehe ich. Wie geil ist das denn? Und hier oben ist auch noch so ein Stein dran. Ist noch mehr drin, tatsächlich. Das habe ich eben auch schon im Bild gesehen. Das ist so ein typischer Stein. Das ist Rosenquarz. Das ist ein Rosenquarz-Gua-Sha. Und damit kannst du eine wundervolle Lymphdrüsenmassage in deinem Gesicht machen. Und dann halt relativ fest musst du aufdrücken. Also du machst dir so ein Öl oder ein Serum ins Gesicht. Und dann streichst du wirklich von innen nach außen. Und das soll halt das Gesicht so richtig durchbluten und wieder ne, alles zirkulieren und anregen lassen und so. Und ich glaube, ich habe aktuell gar keinen Gua Sha. Die habe ich immer alle weitergegeben. Und ich glaube, den werde ich jetzt echt mal behalten und ausprobieren. Da gibt es auch extra so Anleitungen, wie man am besten so eine Gua Sha Massage macht. Aber am sinnvollsten ist es halt wirklich so, dass du das dann so nimmst und dann halt diese zwei Drömpeldrückerviecher auf dem Gesicht hast. Musst halt gucken, ob du es lieber so rum haben möchtest oder lieber so rum. Ne? Das ist einem selber überlassen. Ich glaube, das habe ich bei Cindy Jane letztens gesehen, dass die auch so einen Gua Sha mal ausprobiert hat und das auch so gezeigt hat. Und irgendwie hat mich das dann auch wieder angefixt, dass ich da wieder so ein Ding mal in Anwendung nehmen möchte. Jo, dann bin taub. So, hier haben wir jetzt die Handcreme, von der gesprochen wurde. Anané, sackenteuer. Also ich habe letztens eine Maske von denen gemacht. Alter, richtig teuer. Also hier steht ja 13,50 Euro wert, ne? Ist nicht wenig für eine Handcreme, ne? Normalerweise vielleicht ein Zehntel davon geben wir für eine Handcreme aus und die sind 30 Milliliter enthalten. Wildrosenöl finde ich klasse, Scherbutter pflegt, Wildrosenöl riecht gut, ist noch verschlossen, werde ich aber demnächst in Anwendung nehmen, finde ich mega cool, ne? Es ist auch praktisch aktuell eine Handcreme. So, dann haben wir hier das letzte Produkt in der Box, aber danach kommen wir dann noch zu meinem kleinen Geburtstagsgeschenk. Da steht Happy Birthday Claudi drauf, da bin ich sehr gespannt. Darf ich das eigentlich schon auspacken, wenn ich erst in einem Monat Geburtstag habe? Ich glaube schon. Komm, das machen wir gleich trotzdem, ne? Also hier haben wir ein kleines Schächtelchen von den Yoga Junkies. Oh, schön. Ich habe ja schon einen Ring von den Yoga Junkies hier an diesem Finger, den Federring, den ich ja extrem toll finde. Der erinnert mich so daran, dass ich meine Leichtigkeit wiederfinden soll. Und hier haben wir einen Ring drin. Ja, der wird mir wahrscheinlich auch nicht passen. Ah, oh, der ist größenverstellbar. Wie schön. Cool. Das ist dieser hier. Komme ich mal näher. Und der soll auch wohl aus Sterling Silber sein. So ein Steinchen drauf. Und der ist größenverstellbar. Das sieht man hier, ne? Das finde ich mitgedacht. Das finde ich wirklich mitgedacht. 925er Sterling Silberring mit Rosenquarzkristall. Wow, der kostet 28,99. Das ist krass. Der Rosenquarz ist der universelle Stein der Liebe. Er harmonisiert, schenkt Liebe, stärkt das Selbstwertgefühl und bringt Verständnis und Toleranz in Beziehung. Platziert auf unserem größenverstellbaren 925 Sterling Silberring ist der Rosenquarz ein echter Eyecatcher. Trage den Ring stets an dir, um von den Energien des Heilsteins geleitet zu sein. Okay, ich habe hier noch an diesem Ringfinger einen Ring dran, der mittlerweile nicht mehr so wunderschön ist, weil er sich schon abträgt. Dann habe ich jetzt einen neuen Ring für diesen, einen neuen Ring für diesen Finger, so. Das finde ich cool. Dann habe ich hier nämlich auch meine, dann habe ich ja nur Silberringe. Muss ich nur gucken, dass ich da die Größe ordentlich eingestellt bekomme. Muss ich ordentlich biegen. Ich habe keine kleinen Finger, ne? Das sage ich ja immer wieder. Boah, ist der schön. Der ist schön. Guckt euch den an. Oh, ich hoffe, dass der... Oh. Weil er so filigran ist, ne? Dass er mir nicht verloren geht oder so. Also ich habe den jetzt recht weit gestellt. Könnte aber noch ein bisschen weiter. Doch, den finde ich schön. Und jetzt habe ich hier mein kleines Geburtstagsgeschenk. Leute, ich werde mir das jetzt angucken, aber ich hoffe, dass ich das in einem Monat vergessen habe, weil das kommt dann schon mal zur Seite. Oh, schön. Da habe ich ein Armband drin. Ein rosafarbenes Armband. Auch das ist größenverstellbar übrigens, sehr cool. Ich glaube, das kann man sogar im Online-Shop kaufen. Und ich habe auch schon ein türkisfarbenes bekommen von den Yoga-Junkies. Jetzt habe ich ein rosanes. Mega schön.
Vielen Dank, sage ich schon mal, aber ich mache es wieder zu und packe es zur Seite, dass ich das an meinem Geburtstag dann auch wieder auspacke und wenn ich dann zum Beispiel auch ein Video mache, wo ich euch meine Geburtstagsgeschenke zeige, dass ich euch das zeigen kann. Ne? So, wir haben einen sehr, sehr abwechslungsreichen und coolen Inhalt wieder in der Box drin gehabt, finde ich. Also ich finde, das ist wirklich so eine ganz besondere Box. Crystal Magic passt sehr gut. Ich finde es sehr, sehr geil, dass ich jetzt den Ring, den werde ich jetzt tragen und tragen und tragen, ne? Der ist echt schön. Dann denke ich immer an die Liebe und ans Verständnis, ans Selbstwertgefühl, weil alle Ringe, die ich trage, müssen auch irgendwie eine Bedeutung haben. Und der hat jetzt auch eine Bedeutung und deswegen darf er auch an dem Finger bleiben. Ihr Lieben, das war der Inhalt der Box und ich fand den cool. Es ist einfach mal was anderes und wenn man halt einfach drauf steht, dass man sagt, Mensch, ich möchte nicht nur eine reine Beauty-Box haben oder ich möchte eine Box haben, wo ich auch wirklich überrascht werde, weil du kannst überhaupt nicht ausdenken, was die da reinpacken. Ne? Das ist jedes Mal für mich auch so eine Wundertüte, dann schaut euch das gerne mal an. Ich habe euch alles dazu unten in der Infobox verlinkt und in diesem Video könnt ihr zwar keine Yoga-Junkies-Box gewinnen, aber ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket von mir. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Und das war's jetzt auch schon. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit meinen ganzen Unboxings der Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!